Null. Da sind wir wieder. Weil mit einer Zahl anfangen, hip und cool und Nicht hype. mehr einzigartig ist, weil du das schon mal gemacht hast. Aber ist lang her. Ja, jetzt einen Monat, ne? Das hab ich definitiv nicht in Sims gemacht. Doch, ich glaube schon. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mir Aufgaben genommen. Aufnahmen letztens nochmal durchgesagt. Deck. Kann ich auch nicht leiden. Während Markus sein Essen durchaus traumhaft findet, anscheinend. Aber ob du ihn dann nochmal rausgerissen kriegst. Wahrscheinlich. Hey, Wir haben die Mauer hier im Weg. Ich hätte nicht ja. dieses ganz große, opulente Tor nehmen sollen. Das ist mir jetzt voll im Bild. Egal. Das ist dein Problem. Sollst nicht einschlafen. Dann lass ihn halt nicht weiter essen, lass ihn einfach pennen. Aber er muss doch essen. Ja, aber Cracker geben noch kaum Essen auch. Das sind drei Pfeile. Zweieinhalb. Ach, alleine gibt auch nicht viel Logik. Brauchte ich auch Logik? Weiß ich gar nicht, ja. Nee, hatte ich schon. Okay. Ich weiß nicht, wir müssen was anderes finden, was gut Logik bringt. Aber ich glaube, Schach war eigentlich so das Standardgedöns, das wir immer hatten. Ja, das Kreuz wird jetzt lösen, glaube ich auch. Was? Hä? Was kannst du denn da draußen? Wahrscheinlich nach Schneemann Schneemann bauen. suchen. Ja. Du brauchst Mechanik. Mal Dusche oder so. Ach stimmt, du kriegst ja Sauberkeit durch. Ausgelernt. Ey, und ich habe jetzt eine Freikarte für so einen Spielerladen gekriegt. Das heißt, ich kann wahrscheinlich da noch ganz viel Logik lernen, weil die haben bestimmt die besten Geräte. Ja. Nee. Ich meine, ich warte auch mal darauf, dass um 5, 6 Uhr morgens jemand vorbeikommt und mir eine Karte gibt. Moment, war das mir, als ich da für Sport trainiert habe, nicht exakt dasselbe? Ja. Auch so um 4:30 oder 4:30 oder so? Und vor allem du ja voll in deinem eigenen Saft schmorend. Was ist das eigentlich da hinten in der Ecke? Da die Straße rauf. Das sind wohl eine Ecke. Bleib mal. Ach nee, das ist eine Haltestelle oder was? Ein Oh ja. Bushaltestelle, ja. Und Habe ich so mal irgendwelche nicht bemerkt. Löcher. Ja, es haben wahrscheinlich Hunde und Katzen drin gegraben. Ja, gerade Katzen. Ich möchte gerne so. Registriere meine mittlere Maustaste spielen. Ja, mach ich mit dem mit, warum nicht? Weil deine Energie zur Neige geht, morgen zur Arbeit, heute. Switche! Ja, aber ich arbeite nachmittags, oder? Nee, nicht mehr. Ah. Eben, du hast noch 3 Stunden 2 Stunden. schlafen lohnt auch nicht mehr. Ja, wenn du meinst. Es ist auch mal wieder schön. So, jetzt darf es auch reparieren. Nein, du gehst nicht schlafen, erst reparierst du das. Mhm. Ja, das ist nass. Passiert schon mal. Entschuldigung, aber wenn ich Wasser repariere, dann ziehe ich mich auch so an, dass ich mit Wasser klarkomme. Dann reg mich nicht auf. Vor allem ist das Erste, was man eigentlich macht, dieses Ventil abdrehen, aber das gibt's da ja nicht anscheinend bei Sims. Danke, halt einfach direkt aus dem Wasser hochtanken, Leitung direkt dahin gelegt. Keine Ventile, kein gar nichts. Ja, dann geht erst aufs Klo, bevor du hier uns die Wohnung voll pisst. Kannst du mich konzentrieren im Allein kannst du nicht. Ach, was sind wir Brüder? Dann geht abspülen. Dann bastel gleich weiter, so nach dem Motto.
Naja. Ich hasse dich. Ich? Bist du? Vor allem du kriegst dafür einen Logikpunkt, ne? Ja, weil ich schon einen Logikpunkt hatte vorher, also. Naja, klar. Vorbereitet. Alle müssen aufs Klo. Musst du auch arbeiten? Ah, ja, musst du. Ja, aber eine Stunde später. Vor allem, hey, du hast diesen Tisch erfolgreich verwendet. Ja. Du hast es nicht geschafft, Dachfiguren auf dieses Brett zu stellen. Du hast den ganzen Tisch verwendet. Ja, musst du ja auch. Musst ja auch aufklappen. Ja, ja. Das ist anspruchsvoll. Und wir eigentlich immer noch die Videos, die haben wir mit Teil in den zweiten Stock gewohnt, ne? Ja. Die was? Die ganzen Videospiele und so, diese große, der Flipper und so. Ja. Wo ist unser Flipper hin? Vom Haus, glaube ich, oder? Immer noch? Ich hab den gerade nicht gesehen. Da. Okay, doch. Ja, eine Stunde noch. So. Muss der Kerl nicht langsam eigentlich auch mal dringend pennen? Ach, er pennt schon, oder? Ja. Ja. Akkus, ja. Muss der nicht. Eine Sonntag, ja. Weiter, hier weiter. Die beiden haben Sonntag Arbeit? Nice. Mhm. Schön. Wir könnten einen Briefkasten brauchen irgendwann. Haben wir einen Briefkasten? Es gibt Briefkästen in dem Spiel. Also ich weiß nicht, ob sicher ein Dame, aber es gibt auf jeden Fall Briefkästen. Weil es kann nicht sein, dass die Post immer nur in den Schnee legen. Also wenn, habe ich noch keinen Briefkasten gesehen. Ja, Outdoor und dann... Genau, verschiedenes wahrscheinlich. Ne, das sind Wände und Stangen. Da Zaun irgendwo? Keine Ahnung. Wie stark? Ja, sorry, wir haben uns einen Briefkasten am Zaun montiert. Ja, ja, ich weiß, aber... Nix. Briefkästen drin? Nein, auch nicht. Also ich glaube nicht, dass es Briefkästen gibt. Mach mal weiter, ich google einfach nebenbei. Nein, du wischst da Wasser. Nicht auf das mache ich gleich oder so. Andererseits, ja komm, wisch. Verschlafen genug. Und warum stehst du vorm Bett rum, statt zu schlafen? Affel aufs Klo musst. Ja, richtig. Eigentlich müsste man anscheinend, wenn sich ein neues Grundstück erstellt oder ein Haus baut, automatisch einen Briefkasten vor den Eingang gesetzt bekommen. Ich meine, ja, hier. Da ist er auch. Ja. Aber das ist der Briefkasten für die Rechnung. Ja. Also legen die Zeit dann wirklich in. Ich dachte irgendwie, die Zeitung käme da mit rein. Irgendwie habe ich so. Wahrscheinlich erst in Sims 3 oder so. Kann sein. Ach ja, Fahrgemeinschaften und so. Die Lautstärke ändern die so. Weil das meist niedrig. Oliver! Nö, Sims 2 ist einfach durch. Ich bin Wissenschaftler.
Was sagst du? Sims 2 ist einfach doof, habe ich gesagt. Jo, deswegen gab es das ja auch nur, weil lang gratis, ne? Jo. Ey, das Spiel ist doof, holt es euch. Genug Energie, friss Spaghetti. Genug Spaghetti, friss Energie. Dafür ausweisen zu träumen. Und über dich. Ich brauche noch Sauberkeit, ne? Das heißt, ich kann wahrscheinlich dann später den Laden da sauber machen, den Konz verbockt hat. Ja. Wäre so eine Möglichkeit. Wäre es, ja, aber du musst gleich arbeiten. Ja, also, danach. Jetzt. Ist schön, wenn ich mit meiner Streife abgeholt werde einfach. Ja. Hungrig und dreckig und eklig und müdig. Der beste Sittenpolizist von der Welt. Ist nicht meine Schuld. Du steuerst mich. Der sitzt am Sittenpolizist. Ja, ja, ist ja alles okay. Sag ich ja nichts gegen, dass ich das Leben von 5 Leuten nicht gleich irgendwo verbringen kann. Siehst du eigentlich unseren tollen Schneemann draußen? Der ist toll. Ja, Frau Konstantin. Und wem auch sonst. Das ist eine Schneekugel. Ja. Was, du wolltest doch immer eine Schneekugel haben. Ich glaube, das hast du falsch verstanden. Mhm. So, was mache ich jetzt mit euch beiden? Wir könnten eine Party veranstalten. Wir könnten auch dafür sorgen, dass die beiden ihre Fähigkeiten hochkriegen. Ja, Markus braucht keine Fähigkeiten und Konz. Nee, aber Konz. Ja. Muss immer noch Mechanik lernen. Konnte man Mechanik so lernen? Nein, konnte man nicht. Nee, du konntest ja auch irgendwie Sauberkeit lernen. Irgendwo kann man das machen. Nur halt ja, am Bücherregal. Ja. Ja, wo? Ja. Nicht da. Deswegen am Buch. Noch ein Bücherregal. Bücherregal. Leider Stock. Ja. Mechanik. Da ist Mechanik, ja. Ja, man könnte auch einfach weiter einen Duschen rumbasteln. Was ist sicherer, ist die Frage. Ich würde mal annehmen, dass die praktische Erfahrung besser ist als die theoretische. Jo. Wenn unsere Dusche kaputt macht, kann sie wieder reparieren. Das gibt auf jeden Fall gute Punkte. Oder reicht das? Meine Güte, lag das gerade bei mir. Okay. Läuft wieder. Erstmal schön mit dem Bademantel ins Brackwasser. Jo. So, Markus, was machst du? Jemand um ein Date bitten. Kennst du jemanden, den du um ein Date bitten kannst? Der Melanie zum Beispiel. Ist die 92 nicht besser geeignet? Ja, aber Gina kennen wir nicht. Ist das nicht eine bessere Sache? Ja, das ist ja 92 Freundschaft. Freundschaft hat bei Dates, glaube ich, nicht viel zu sagen. Na, wenn du meinst. Eigentlich sind beide ziemlich gleich auf, ne? Ja. Weiß schwache Chemie. Na dann viel Glück. Kannst du gleich auf Umdaten machen, das ging auch per Anruf. Ging es? Ja, okay. Ja. Ja, dann. Krieg nochmal weg. Oh? Jetzt nicht mehr, Moment, nochmal. Hat eben stand da unter Anrufen. Umdate bitten. Ach, da. Jo. Ja. Muss nicht sein. Ach, wieso? So ein bisschen was. Aber die Action war auch nicht. La Kofa Boomer? Und? Kina Batsch. Ja, hier, ne? Manchmal geht's doch wohl nicht. Da wo kommt's rumhängt, ja. In der Nase kaputten Dusche. Ja. Erstmal ein bisschen was schlafen, damit du frisch bist. Das ist gut aufwachen. Wachsen, okay. Gut aufwachen. Ja. Krieg Besuch, erstmal pennen gehen. Du bist nicht mehr, Ellie. Oh, ein Heinzelmann. Oh, toll. Wo ist mehr? Ach, unsere Karre ist auch toll. Ja, wir haben schon einen Schneemann. Holy shit.
lass dich an. Oh mein Gott, du hast 3 Stunden für ein Date. Ja. Viel Spaß. Morgen. Hi. Ich habe mich extra aufgepimpt für dich. Ich hab Reiterstiefel an. So. Würden wir dich direkt zusammen eicheln und erschätzen. Rücken kraulen. Oh, so love, Nagiv. Nein, es ist erträglich, das ist mal gut. Plötzlich ist es nett. Wieso gehe ich davon aus, dass wir das gleich in 3 Minuten gemacht haben? Sagen wir doch einfach mal und tun so, als würde es uns interessieren. Das find's ja auch toll, wie wir da einfach dadurch schon die Zeit um 1,5 Stunden verlängert haben. Mhm. Ich bleib 3 Stunden. Oh, ich mag dich. Okay, ich bleib noch was länger. Guck mal, Bademode. Alter Bastel. Oh, das ist einfach. Essen gehen. Nee, essen gehen ist nicht einfach. Ja, klar, aber halt, na, so, das rauszuwenden war einfach. Jo. Mehr reden! Sei mir nicht so ins Ohr. Steh bloß tanzen, das können wir tun. Tanzen? Nein, steh bloß auf was anderes. Da. Steh bloß. Wobei, wo wir es schon mal sehen. Immer noch. Steh bloß tanzen hatten wir gerade. Mit Club tanzen haben wir dann auch gleich wahrscheinlich. Ja. Ansonsten machen wir es noch hinterher, genau. Klassisch drüber, jo. Spielen, was spielen wir denn? Ja, können wir machen. Ja, spielen. Da oben spielen. Links. Ja, ich. Das verschiebt sich alles ineinander. Kitzeln, ja, das ist immer schön. Sehr romantisch. Ja. Klingeling großartig. Möchte Markus eigentlich? Alter, halten? Alter, da geht die Post ab. Hä? Das ist ja fast halb so interessant wie ein Walzer. Ja, es ist halt stehlos, ne? Los. Ja, ja, ist schon klar, ja. Aber es ist einfach. Das kannst du auch noch tanzen, wenn du ein Bein hast, seit 12 Jahren dement bist. Klingeling Telefon. Voll romantisch. Einfach ignorieren. Und mach mal. Ich heb ab. Bitten zu gehen. Zueinander. Doch, geh jetzt. Tschüss. Jo. Nein. Wahrscheinlich nicht. Die vergleiten lassen. Das ist der. Gewagt, so früh. Wieso? Ich sag's nur so. Mein Gott, es gerade reinkommt. Hi! Nee, wieso? Ist noch alles in Ordnung. Ist Liebe und sind verknallt. Da kann man schon mal die Hände tiefer gleiten lassen. Hallo, Jojo. Du stehst im Weg! Oh Mann. Dusch du mal weiter. Wo ist eigentlich die zweite Dusche hin? Draußen immer noch an der Wand. Ja, nee, da ist jetzt ja die Tür. Stand ja hier, die Dusche. Reingepackt oder haben wir die jetzt nicht mehr? Ich glaube, die haben es oben reingepackt, irgendwo, ja. Ah, hier, ja. In den Dingraum, ja. 18. RIP. Und dann, ah nee, hier kann man es immer noch nicht lernen. Ich hätte ja sagen können, dass man das irgendwie hier nach Buch machen kann. Ja. Och ja. Und du kannst schon wieder ans Telefon gehen. Er hebt ab. Nein, nicht du. Ja. Umbasteln. Nicht Zeit, ihn am Boden. Nein. Der ist gerade beschäftigt. Eve Webby.
Andererseits 5,5 Stunden, da kann man, glaube ich, mal kurz telefonieren gehen. Nein, der ist beschäftigt. Rumschmusen, umarmen, spielen. Huch. Oh nein. Bei einer Überwachungsaktion fällt nur ein Schaufenster auf, wenn die Sportjacken in auffälligen Farben ausgestellt werden. Er stellt sich vor, was für eine gute Figur er mit hochgekrempelten Ärmeln bei einer sanften Verfolgungsjagd per Motorboot daran abgeben würde. Mitten in diesem Tagtraum platzen die erwarteten Verbrecher, die in das überwachte Lagerhaus eindringen. Snow gibt seinen Kollegen das Signal für den Beginn der Aktion. Von seiner Position aus erkennt Snow zwei Zugänge ins Innere des Gebäudes. Er könnte die Hintertür oder die baufällige Außentreppe nehmen, die aufs Dach führt. Habe ich erwähnt, dass die Treppe baufällig ist? Ja, eben. Wer von uns beiden wäre dafür, die Tür zu nehmen? Wahrscheinlich wir beide. Dann machen wir das mal lieber. Jetzt kommen die Leute flüchten übers Dach, garantiert. Ja, auf jeden Fall. Nö, alles gut. Zwei Logikpunkte. Snow rennt zur Hintertür und presst sich mit dem Rücken an die Wand. Dann beginnt er, die arg verwitterte Tür einzutreten. Im Lager, das volle Gabelstapler Paletten und Ölfässer ist, ist kein Ton zu hören, trotz der aufgesprengten Tür. Es scheint, als erwarten alle Mitglieder des Kommandos auf den richtigen Augenblick, denn keiner weiß genau, wo sich die Verbrecher aufhalten. Doch Tarns denkt nur die drei Verbrecher und anstatt sich selbst in den Schlüsseldienst zu geben, benutzt er lieber einen mit großen, extrem schweren Fässern mit einem Gabelstapler. Im Handdrehen werden die Übeltäter unter einer Lawine aus Fässern begraben, die voll mit altem Öl beladen waren. Und das Einsatzkommando stürmt herein und sichert die Halle. Gut gemacht, nur gewinnt sein Logikpunkt. Geil. Ja, und riesige Fässer randvoll mit Öl können einfach einmal das Bein abquetschen und Leute umbringen, aber pfff. Du bist ja nur Verbrecher. Ja. Ja. Damit hast du jetzt alle deine beiden Logikpunkte, die du brauchtest. Oh. GG. Jetzt gehe ich nach Hause und mach sauber und dann kann ich aufsteigen. Nice. Mhm. So, was läuft? Ich glaube, den Stehblues kann man langsam aufhören. Dutteldeibchen, ja, glaub schon. Weil da bringt das jetzt erst tanzen? Ja, zählt erst tanzen. Gut, dann kann man das auch sein lassen. Kann wir spielen? Ja. Wollte ja spielen und ja. Unterhalten. Einen Schmutz erzählen vielleicht? Nee, müssen sie erstmal voneinander trennen, damit ich da irgendwas machen kann. Richtig ungern trennen die sich. Fertig. Neue Wünsche. Ja, neue Wünsche. Flirten. Traum auf das Date. Ja, kriegen wir hin. Es gibt mehr. Keine Ahnung. Dann, was wünsche ich noch alles? Hat auch neues gekriegt. Flirten wollen beide. Alt werden, angeflirtet. Ja, gut. Gut, dann haben wir die drei Sachen, die wir jetzt machen müssen. Dann flirten wir. Wie flirten wir? Mit zwei Rücken anspielen. Dann bewundern wir sie. Gadgets nehmen wir Rücken kraulen. So. Was war das dritte noch? Was? Auch, das hat beidseitig das flirten. Also passt das schon. Ja. Klingeling, klingeling. Holy shit. Dayton Sims ist sehr einfach. Punkte. Aber noch sind wir nicht bei traumhaftem Date. Ja, aber wir haben ja noch fast 5 Stunden Zeit dafür. Erstmal Cognac kuscheln. Cognac kuscheln? Ach ja, okay. Heinz Erhardt. Ja, nein, nicht erster Kuss. Warum nochmal? Das war aber nicht auf dem Bett, oder? Nee, glaub ich nicht. Auch nicht unter Flirten, ne? Glaub nicht. Mehr? Unter Wolkenhimmel kuscheln? Könnte gelten, vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Kann aber sein. Ja, rumschmusen, meine ich, war unter Küssen eigentlich, aber... Ich meine, das war irgendwie beim Bett. Da gibt's ja auch mehrere Optionen. Boah. Aber keine Ahnung. Aufs Bett begeben wir uns aber noch nicht, es ist noch was zu früh, es ist ja erst 10 nach 1.
War das auch nicht gemeint, aber hast schon recht. Ach so, Schmusen hatten wir, Rückenkraulen, ja, es kommt er jetzt, glaube ich, ja. Ja. Einfach mal weitermachen. Wenn Konz eine romantische Beziehung mit dem Wischer eingeht. Reparier deinen Scheiß. Los da, Mann. Oh. Super. Oh. Noch mehr Flöten. Ja. Kneifen. Nein, das ist. Okay. Das ist unglaublich romantisch. Hat er mal noch Rücken? Achso, sie will Nutzen. Ja, gut. Aber um Abend kümmern wir uns mal. Romantisch. Romantisch. Oh, Mavana. Das zählte. Das war einfacher als gedacht. Jo, was haben wir noch? Ja, Freunde fürs Leben, das setzt sich hier alles so zu. Ihre Sachen können wir so ohne weiteres nicht machen. Wir haben nur noch 4,5 Stunden, um anderthalb Zeilen zu schaffen. Das wird hart. Einfach immer weiter flöten. Eben. Bobö und Flotentöne. Der Wolkenhimmel kuscheln können wir auch. Mitten im Schneematsch. Bestimmt wundervoll. Walkuschamu? Chanda! Ja, Liebe. Chigo! Herzchen! Hoffen wir, dass Melanie das nie zu Gesicht kommt. Wieso? Du hast lange schon. Keine Ahnung. Was bin ich vor, dass das nicht alt ist? Oh, fertig! Genug Vollkämmel angeschaut. Ist vielleicht doch was kalt, ja? Wollen wir einen ersten Kuss geben? Weiß ich nicht. Ich würde es ab morgen auf das Date anfangen, wenn wir gerade über die Schwelle gekommen sind. Was? Wir versuchen es, ja, klar, warum nicht? Spätestens damit kommen wir über die Schwelle. LOL, Cutscene! Cutscene! Bam! Sie fliegen! Holy shit! Das ist ja mal so cheesy. Beim schicken Auto im Hintergrund. Ja. Hat nicht ganz gereicht, leider. Holy shit. Können wir jetzt rumschmusen vielleicht? Ja. Doch, wir küssen. 3500 Punkte. Okay. Oh, Trauma for Date. Jetzt haben wir Trauma for Date. Wunderbar. Badum, badum, badum. Ja. Holy shit! Diese Kinder von heute. Ja, draußen im Keller. Im Keller, im Winter, im Bademantel. Noch mehr flirten. Hey, schau mal, Platin. Ja, Platin. Was? Markus will schlafen. Ah, schöner Tag. Tschüss. Ich geh pennen. Kraulen so. Oh, sluf, Dina. Oh, na, Chonkalachi. Klingelt. Das Telefon hat noch nie so oft geklingelt wie heute, oder? Ich hebe ab! Das ist einfach nur witzig, weil Konstantin diesen Witz selber schon liebt. Ja. Alter Sack. Läuft dann vorbei. Der wird ziemlich bekannt. Hä? Nö. Kennen sie nicht. Sieht komisch aus. Ja, lassen wir ihn einfach.
Auch Kostüm. Habe ich? Nein, ich habe nichts. Okay. Erstmal pennen gehen. Lasst euch nicht stören. Ah, Konstellation mit Gero, okay. Was? Konstellation mit Gero. Ah. Ja. Schon gesehen, danke. Ich hab's nur gerade kurz nicht richtig verstanden gehört. Ach so. Diese blaue Glastür ist einfach so episch. Nein, nicht ich, Markus. Eigentlich könnten wir dieses Date jederzeit enden, aber... Wir könnten, ja, aber... Aber warum? Ah, na, was macht sie jetzt? Ja, sie kann nicht rein. Das ist, glaube ich, entspannend, was sie jetzt zusammen machen kann, also nicht... Nö, geht doch nicht, aber... Dann einfach entspannen, warum nicht? Oder einfach aussteigen aus dem Bett, warum auch nicht? Polizei! Gero ist kein Familienfreund mehr. Polizei! Das war ein schön. Ja, ja. Ich bin einfach unser Geldmagnet. Ja, hast glaube ich nicht viel mehr verdient als ich, oder? Doch, du hast 500 noch was, ich habe 680. Dann machen wir halt einen Mail-Limit, gut. Wenn sie nicht zu uns kommen will, kommen wir zu ihr. Aufschlafen? Nein, muss duschen. Wo ist die Dusche gerade? Sehr gut. Dann kannst du einen Schneemann bauen. Nein, dann kann ich erstmal schlafen. Doch nicht. Ja, vielleicht. Und danach kann ich reinigen gehen. Kaum komme ich rein. Kriegst du das große Kotzen. Ja. Der Kranz. Nicht ich, danke. Ja. Da hast du ja gerade Melly bitten mitzumachen, kannst du machen. Eins vorher. Ja. Super. Die Gasco. Oh, die inzwischen ist ja nicht romantisch. Ja, darauf können wir kochen. Tschüss. Make love, not video games. Vor allem kein Corby. Ja, nicht jeder kann so ein schöner Zäter sein unter der Dusche. Alter, Markus. Ja, ja, dann macht sie halt, was macht sie? Ah. Hat komisch aus mit dem Spiegel da hinter dir. Ja. Oh. Das geht? Okay. Was hat sie gemacht? Das Geländer runtergerutscht. Oh. Nein, du spielst keine Videos. Hm? Du hast nämlich immer noch nicht genug gar nicht betrieben. Weiter bastel. Und wehe, du hörst auf zu basteln, bevor du fertig bist.
Alle schlafen so. Melanie denkt sich so, ah, traumhaftes Date. Ich laufe mal durch die Wohnung, während alle pennen. Hi, ich bin creepy. Hi. Ciao. Kann Sinn treffen. Freundschaft fürs Leben, kann man auch noch irgendwie versuchen. Dafür müssen wir halt mal aufstehen. Nein. Brauchen einen Kuchen. Was geht denn da? Reden noch mal. Aber tratschen wir. Das war gerade erstaunlich komisch. Was? Essen brennt. Nämlich direkt nachdem die Aussage kam, dass er altert. Ja? Ging auf meinen Kopfhörern plötzlich so 90er-Mucke los, die so ein bisschen so. Ich frag so, was? Warum geht 90er-Mucke los? Was? Übrigens, du bist auch alt. Oder so. Ja, ja. Ja, aber die wirklich, die lief wirklich gerade, ne? In einem Windarmband oder wie? Mhm. Ich hab ja auf meiner Tastatur hat hier oben diese Schnelltasten. Ah, ja. Die mit Windarm verbunden sind. Und da ich gerade die Chipstüte da drauf liegen habe, hat sie genau den Startknopf gedrückt. Schön. Holy shit, das passiert auch nur mir. Irgendwie, hm? Die haben mir ja gar nicht die Adressen gefragt. Hört mal auf. Er pfeift hier die ganze Zeit. Menschen. Persönlich finde ich ja, man sollte nicht so ein. Auch Licht. Ja, man sollte nicht so ein ekelhaftes Oh, die Zeit läuft abbringen, wenn man eh schon auf der maximalen Stufe ist. Pagoda! Ah. Salut! Chukas! Agi? Steif, wenn es so auch ist. Wahrscheinlich, wenn auf den Rücken geht. Postafika! Wirst sie Salut! Nur das Beste für die Haare. Samova! Vola Gama! Chibum! Geht antikal gewaschen. Hallo. Oh, Galabum. Kuhflieger. Salut. 3, 2, 1. Flaschun? Dann. Mehr knuschen. Ach ja, wir müssen uns unbedingt wieder sehen. So käsig. Ja. Anzeigewerk binden? Nee. Freundschaft fürs Leben? Ja, das wahrscheinlich. Nochmal küssen? Ach, weiß ich nicht. Haben wir uns freundschaftlich. Noch mehr behalten. Das. Zeugs. Du spielst auch gerne Spiele. Du nicht, weil du, glaube ich, ja keinen Computer hast. Doch hat sie, aber da ist Vivian schon nicht dran, macht irgendwelche Jobinterviews. Volke. Hello? Hoku! Ja! Quintama Kafula!
Jola, ihr Mug. Komisch, dass man dieses Interface hier rechts am Rand nicht mehr hat. Dann gewinnt sie sehr schnell da dran. Das ist viel Platz, ne? Abhängen. Auf dem kalten Steinweg. Im Bademantel. Geht gut. So, wie sieht es mit den anderen aus, die ich jetzt die letzten Stunden vernachlässigt habe? Hier geht's gut, hier geht's gut, sonst geht's auch halbwegs gut. Das ist doch schön. Dann kann er wieder die Dusche operieren. Was noch? Sauberkeit und Kochen noch. Aufwischen. Eigentlich wollte ich erst zwar sauber machen, aber okay. Ja, wir müssen eh beide sauber machen. Noch einen beiden Sauberkeitspunkt. Was heißt, ich hab sogar gelogen mit 500 Euro. Du kriegst ja nur 450. Naja, gut, ich meine, ich bin Level 3, du bist Level 5. Ist ja ein Unterschied. Ja, weil du ein vieres Level hast, müsste man da, glaube ich, die Sauberkeit besser mit dem Buch lernen können als praktisch. Keine Ahnung. Wir werden es ja sehen. Oder auch nicht, weil wir keinen exklusiven Vergleich machen werden. Du darfst gerne aufstehen. Will ich Schach spielen oder mir einen Tisch kaufen? Du willst Schach spielen. Gut. Was du gerne machen kannst danach. Bronzen. Ach ja, Musik hören. Das ist gar nicht beim Lernen stören würde oder so. Nein, nein. Na dann. Duschen, duschen, duschen. Jetzt drei Bücher hier unten liegen haben. Auch irgendeinen Sklaven gleich mal die Sachen hochbringen lassen. Eben. Also Konstantin wahrscheinlich. Sehr gut möglich. Ich hätte das Bücherregal nicht hochstellen sollen. Endlich war es weg. Aber unten war kein Platz mehr. Nee, wieso das Bücherregal stand doch eigentlich ganz praktisch hier. Wirklich so praktisch war? Ich meine, man könnte, ja. Wir hatten ja auch geplant, da oben eigentlich noch einen Tisch und so reinzustellen, dass die da oben lesen können. Ja. Ja, ein Tisch ist ja da. Ach, weißt du was, machen wir es einfach. Jetzt haben wir wieder Geld. Ja, Unmengen. Einfach den billigsten Stuhl holen, oder? Nein, ehrlich, den billigsten. Ey, die haben wir schon so häufig. Ja, aber der gibt auch Komfort 3. Na dann. Lass uns Boden. Ja. Richtung. So, da. Und man kann lesen. Perfekt. Perfekt. Junge. Das war geplant. Design. Ja, blau auf blau sehe ich so schlecht. Ja.
Ach nee, da ist ein Couchtisch, da kann man nicht dran sitzen. Ja, aber man kann trotzdem auf den Stühlen sitzen. Ja. Zum Lesen. Wir brauchen jetzt im Leben keine drei Stühle da, aber die kann man noch verschieben. Ja. Tada. Na dann. Heavy Metal. Er kann Kunst machen, der hat gar nichts zu tun. Metal. Ich bezweifle, dass es sehr heavy sein wird hier, aber hey. Ah, doch, doch. Ja, ich höre es nicht, aus dem Grund. Du hörst es im Video. Ja, wenn ich es mir anschauen sollte. Vielleicht wird es Zeit schon wieder rum. Noch mal ziehen. Ach, für dich, glaube ich, oder? Ja. Und die richtige Zeitung tatsächlich. Richtig, was? Und die echte Zeitung tatsächlich auch. Du brauchst noch Logik, ne? Nee, hast du jetzt. Brauchte ich? Ja. Sauberkeit fehlt mir noch. Deswegen lerne ich ja gerade. Ja. Ich ändere mich. Na dann. Aber bring die Bücher hoch. Alle Bücher weglegen kannst du gucken. Hat getan. Okay. Sah nicht so aus tatsächlich. Er legt die Bücher alle einzeln weg. Ach schön. Markus? Gartenarbeit? Was? Nein, ja. Okay, ich hörte Melanie gerade schlabbern. Ich sehe, wie Melanie die Mülltonne zumacht. What the fuck passiert gerade? Melanie ist Oscar, what up? Wahrscheinlich. Ist Beziehung immer noch nicht? Vorschlagfeste Beziehung, einfach so, bei eben so. Nein. Dann Himmel kuscheln, so und irgendwelche Hobbys reden und dann könnt ihr wieder abhängen oder so. Ihr werdet jetzt Freunde fürs Leben, verdammt nochmal. Bäume. Da musst du gut viel sehen können. Chumba! Genauso wie wenn du Bücher liest. Ich hab dazu nichts zu sagen. Ist das nicht lustig? Yay! Musik! So kreativ. Engen wir ab, um Bürgersteig, zwischen den Themen. Ach ja, du hattest ja gerade über Fußball geredet, ne? Mhm. Nee, hab ich nicht. Ich hab über Sumringe geredet. Bist du doof oder so? Hast du kein Gedächtnis? Bist du senil? Hab dich auch voll lieb und so. Nein, du hast über Fußball geredet. Komm, Savala. Nein, definitiv nicht. Das waren auf jeden Fall Sumringe, um die ich geredet habe. Glaubt ihr immer noch nicht? Wahrscheinlich hast du einfach über das Schiefer angeredet. So wie ich dich kenne. Nee, du kennst mich nicht. Ich will nur Fußball, kein Skifahren. Also hast du doch über Fußball geredet. Bei Tennis wird es wohl nicht gewesen sein. Das dreht sich so furchtbar im Kreis, das Gespräch. Hey, Tennis. Vor allem, wie du einfach immer nur alles ablehnst. Ball. Das ist aber ein Baseball, das weißt du schon.
kannst du mit Büchern hochtragen. Fertig? Ja, anscheinend. Er muss essen. Ja, ja. Check Baseball. Weil wir haben ja schon geklärt, dass es kein Tennis ist. Nee, war kein Tennis. Tennis ist freundlich. Baseball nicht. Freundlichkeit, das erinnert mich an Essen. An Servierplatten, ja. Mit gefüllten Waffeln, glaube ich. Ich wollte zwar sagen an uns, aber eigentlich ist das eh alles ein Koffer. Passt schon. Koffer, ja. Bei Koffer muss man Geometrie für können, damit alles reinpasst. Also ich glaube ja, du meinst Tetris, aber Dreiecke sind auch gut. Erinnert mich an die Schule. Ja, stimmt, in der Schule gab es irgendwas. Ist auch voll kaputt. Fast so kaputt wie du. Oder das Haus hier. Ja, das Haus ist schon irgendwie kaputt. Das haben wir alles auf Band. Nein, bitte nicht, ich möchte das nicht sehen. Dann mache ich doch lieber wieder Mathe. Leistungskurs. Eben. Also Leistungskurs. Da kommst du wirklich ohne andere Leute nicht durch. Andere Leute? Glaub mir. Glaub mir. Das kann ich auch so. Das sieht man dir deinen Lippen an. Die fesseln mich so. GG, by the way. Fesseln? Du bist ja so romantisch. Was könntest du hell sehen? Ich find's schön, wie sie einfach an die Mülltonne lehnt. Ja. Nein, nein, das ist keine Magie. Das ist, hab ich alles in meinem Kopf. Ja. GG, Kopfwehr. Du und deine Wortwitze, ey. Da würde ich dir am liebsten mit dem Schraubenschlüssel den Kopf einschlagen. Wie gut, dass meine Hartholz funktioniert, der Arbeit daheim ist. Passt wie Hartholz-Schreibtische. Hartholz-Schreibtische? Du bist ja so ab vom Thema. Ich hau dich gleich wirklich. Moment, muss kurz gucken, dass die anderen nicht verhungern. Ja, wahrscheinlich. Du lernst, ich lerne. Sonst pennt. Gut, nichts Wertvolles. Waffeln sind auch alle. Ja, das Essen nicht abgeräumt, aber egal. Ja. So ein langes Gespräch hatte ich schon lange nicht mehr synchronisiert. Ja, 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 abhängen ist halt sehr lang. Unter Freunden. Du siehst das nur als Freunde? Als Freunde? Nach dem Tag heute? Und ich weiß, dass du über Fußball geredet hast. Hallo. Nein, nein, sicher nicht. Das war definitiv so Moringa. Das kommt schon wieder mit deinen Zoom-Ringern an. Meine Fresse, du gehst mir auf den Sack. Ich hau dich gleich mit dem Tennisschläger, wenn dir der Schraubenschlüssel nicht gut genug ist. Nein, Tennisschläger sind noch schlimmer. Schmeiß lieber einen Ball nach mir. So ein Baseball ist ganz schön hart. Gerne, Jim. Dann stelle ich mich auf das Podium und sag's allen. Da brauchst du ein Podium für. Ich kann ein ganzes Kreuzfahrtschiff beschreiben mit deiner Stimme. Das sehe ich als Kompliment. Vielen Dank. Flugzeug. Ja, Flugzeuge gehen auch. Aber auf dem Kreuzfahrtschiff ist das anspruchsvoller. Ich glaube, ich nehme auch bald so ein Schiff und fahre die übers Kreuz damit. Dann packe ich meine Koffer. Dann packst du deinen Koffer. Jetzt denke ich darüber nach, dass ich koche. Vor Wut. So.
Schimbeer, dich von oben angestarrt. Ja. Oder einfach. So viel zur Wut. Ja, ja. Tschüss. Tschüss. Müde. Boah, sie ist weg, endlich, Pen. Ist was kühl. Wie geht's mir eigentlich gerade? Du lernst immer noch. Ich werde vielleicht langsam pennen, ich muss morgen arbeiten. Ach nö. Doch. Du hast's ja gleich. Naja. Danach kannst du schlafen gehen. Gut. Morgen auch arbeiten. Bei mir dauert's wesentlich länger. Dann mache ich euch morgen weiter. Dann pennen. In Bettwäsche. Ja, sieht aus wie unsere Tischbücher oben, wie unsere Tischlege. Wohnzimmer. Ich bei dir. Läufer heißen die Teile. Ja. Hast du es bald? Da sind Buchstaben. Jo. Ja, wir sind dasselbe. Deswegen dauert es wahrscheinlich auch so lange. Regen. Ja, tropisch. Chuba. Oh, okay. Chubalachi. Tschüss. Das war nice. So, oh, so spät schon. Ich muss nach Hause. Kommt um 6 Uhr nochmal wieder, gibt Blumen ab. Mhm. Geht dann nach Hause und fährt sofort zur Schule, oder wie? Ja. Hey. Konst wird sich freuen. Konst uns als erstes raus und die Blumen abholen, bevor sie kaputt gehen. Die gehen nicht kaputt. Glaub mir. Ich hab's versucht. Echt? Ich hab sie halt irgendwo hingestellt, weil... Wer war denn das? War es das Auto? Nee, war Konst, glaube ich, der im anderen Haus halt so ein großer... Womanizer gewesen ist. Blumen haben ein ganzes Stockwerk ausgefüllt, weißt du das? Was war? Blumen haben ein ganzes Stockwerk ausgefüllt. Holy fuck! Ja, für jedes Date gibt's einen Blumenstrauß. Holy shit, ey. Tschüss, Gans. Allen anderen geht's halbwegs gut. Achso, wir wollten. Schmeißen wir ihm eine Party oder schmeißen wir ihm keine Party? Ich weiß nicht, warum wir eine sollten. Achso, ja klar, doch, auf jeden Fall. Ne? Wir müssen auf jeden Fall einen Kuchen kaufen, wenigstens. Jo. Sonst ist das armselig irgendwie. Jo.